Hast Wie du dich nennt auch man die angefangen? längliche Tasche von Rittern, wo sie ihr Schwert reinstecken? Scheide. Richtig. Das ist schon wieder irgendwo ein Clip, ich sehe. Was ist denn hier für eine Scheiße? Mann! Junge Henke. Junge Henke, halt mal die Fresse, Alter. Ja, wirklich. Bei Henke sieht es richtig so aus, als wäre das so dieses eine Zimmer, wo man sich trifft, um zu kiffen. Ja, true. Ohne Scheiß. Hast du das? Da hängt immer so einer rum. Oder wie so ein Airbnb in Köln-Innenstadt, was du zur Gamescom zahlst, 500 Euro die Nacht. Ja. Legit. In so einem Ding habe ich meine Jungfräulichkeit verloren. Lass es mal jetzt. Okay, weird. Auf der Gamescom, Alter. Boah, Junge, Alter. Wisst ihr noch, als dieser eine da in Vorteilstand geschissen hat und ihr gesagt hat, das war Revi? Hä, das war doch Revi. Das war Rebi. Es hat wirklich jemand in dieser Fortnite-Schlange auf den Boden gekackt. Und irgendwie ging dann das Rübsch und das Rebi, das war. Dann sind wir ready. Ich mach mir mal ganz kurz hier den. Ist das heute die Five-Fat Group? Heute ist die Five-Fat Group, ja. Oh, Hammer Fett. Warum nicht? Also, ich erkläre euch das kurzes Format. Ich glaube, die meisten kennen es wahrscheinlich, aber wir haben heute die Giga-Five-Fat-Runde von der Dümmste Fliegt, a.k.a. wir haben alle eingeladen, die im Finale waren, außer Reese. Ich weiß nicht, warum ich Reese vergessen habe, aber der war nicht auf meiner aber der war nicht auf meiner Liste und der kann jetzt auch nicht. Deswegen ganz unangenehm. Ich sag ja, aber ehrlich, das ist doch übel lang her alles schon, oder? Ist es nicht eineinhalb Jahre schon her, dass wir das erste Mal was gemacht haben oder so? Nee, Veli, du wurdest einfach nicht mal eingeladen. Nein, ich war doch beim ersten Mal dabei. Ich war ja beim ersten Mal dabei. Da ist mein mein Küchenregal, mein Alkoholregal ist runtergekracht, während wir das gemacht haben. Stimmt! Yeah. Oh mein Gott, ja! Das werde ich nie vergessen. Und Kevin dachte, ein Dutzend ist eine Tonne. Bitte? Nix, gar nichts. Digga, ein Dutzend ist 12, ist mir egal, was ihr wollt. Wir haben kein Overlay und wir haben auch keine Bank diesmal. Aber die Bank hat irgendwie niemand gerafft und es hat nie funktioniert, deswegen haben wir die einfach Bank rausgelassen. War so, da hat so jeder drauf geschissen. Keiner hat gebankt immer. Das hat gar keinen Sinn gemacht mit der Bank. Lass gleich mal schnell anfangen, weil wir haben nur noch eine Stunde Zeit, weil wir alle zu spät waren und Nick noch McDonald's gegessen hat, 10 Stunden lang. Es war ausschließlich du, Nick. Ausschließlich du. Alle anderen waren sehr pünktlich. Normalerweise ist es andersrum. Und da ist ein Herz schon wieder weg. Okay, also wir machen als Reihenfolge, ich glaube, die ist bei euch im Discord dieselbe. Basti, Henke, Nick, Kevin, Veni, Basti. Wir machen als Timer 3 Minuten und ihr hört den dann einfach, wenn der aus ist und ich gebe euch Bescheid. Und ja. Gleich gibt es wieder Fragen. Das ist das Ding. Und wichtig ist, es geht nicht darum, wer am meisten falsch oder am meisten richtig beantwortet, sondern es geht darum, wer basically am dümmsten geantwortet hat, eurer Meinung nach, der wird dann gewotet. Okay, dann geht's los in 3, 2, 1. Basti, wie lange dauert eine Schwangerschaft in Wochen? 36 Wochen. Es sind 40. Für was war Pablo Escobar bekannt? Drogenhandel. Yes. Das schnellste Tier der Welt erreicht eine Geschwindigkeit von 389 km/h. Welches ist es? Der Gepard. Der Wanderfalke. In welchem Jahr wurde das World Trade Center zerstört? 2007. 2001. Wie viele Länder haben ein skandinavisches Kreuz auf der Flagge? 5. Richtig. Mit wie viele Brücken muss man laut Peter Maffay gehen? 7. Richtig. Geiler, was ist das? Welche Länder sind in Nordamerika? Was, alle? Ja. Hä, das sind über viele. Nordamerika? Ja, also per Definition. Wenn du Mittelamerika gehört nämlich zum Kontinent dazu eigentlich. Oder jetzt meinst du nur Kanada, Mexiko und USA? Meinst du nur die drei? Richtig. Okay, sorry, ja. Wie hieß Twitch früher? Justin TV. Mhm. Wie heißen Timmy Turners Elfen? Cosmo und Wanda. Hab ich doch gesagt, Cosmo und Wanda, ich hab's gesagt! Kevin, das ist das Red Trace, aber 2007. Was ist die höchste Stadt Deutschlands? Garmisch-Partenkirchen? Das ist Oberwiesenthal. Ja, sorry. Hey, muss man kennen. Welche Stadt trägt den Spitznamen La La Land? Weiß ich nicht, Philadelphia? Keine Ahnung. Es wäre L.A. gewesen. Gut, das war die Runde. Seit wann nennt man die Fragen waren so voll gemischt, hatte ich das Gefühl. Alter. Es waren so. Hast du den Film nicht gesehen? La La Land? Nee, habe ich nicht. Der ist daran dedicated, dem. Das Land der Träume, deswegen La La Land. Kevin, was war das am Anfang nochmal mit 2007? Das habe ich nicht World Trade Center, wann das zerstört wurde. Ich hatte 2001 gesagt, glaube ich. 2001 war es. 2007, 2007 gesagt. Das war 2007. Ja. Das hast du schon so oft gesagt, 2007. Ja, aber ich finde es ehrlich, dümmste Antwort ist von Basti. Ich habe das schon voll oft verwechselt. Ich habe immer
immer 2007 gesagt, wenn es 2001 ist. Ist der Mandela-Effekt, ja. Komplett. Komplett. Aber Basti wusste nicht, wer den Dieselmotor benutzt. Das ist schon sehr peinlich, ne? Vinny will direkt auf Karma spielen in der ersten Runde. Der wird schon direkt der Boomer nach der ersten Runde. Er callt direkt raus. Ja, der und der hat das falsch gemacht. Ja, Basti, es ist okay. Man muss nicht unbedingt wissen, wer den Dieselmotor erfunden hat. Das muss ich nicht schämen dafür. Alles gut. Vinny, wir spielen noch ein paar Runden. Pass auf, ja. 3, 2, 1. Vinny, Kevin. Nick. Kevin hat 3 Stimmen. Heißt, Kevin verliert sein erstes Herz. Check ich. Es verdient. Wann fiel der eiserne Vorhang? 1844. 89. Was ist Klaustrophobie? Die Angst vor... Scheiße, die Angst vor, ich glaube, Enge, oder? Mhm. Was hat ein rechtwinkliges Dreieck immer? Dreiecken. Das ist eine Fangfrage? Ich meine, ja, ist oder? Wrong. Ja, es ist, also die Antwort ist ein Rechtwinkel von 90 Grad, aber es hat auch Dreiecken. Ja, ich dachte, es ist eine Fangfrage, sorry. Wie viele Flächen hat ein Kegel? 5. 2 Flächen. Vervollständige das Sprichwort. Alles hat ein Ende. Nur die Wurst hat 2. Wie nennt man einen jungen Hund? Welpe. Young Dog. Young Slug. Und Zeit ist vorbei. Boah, es ist schwer gewesen jetzt. Aber das war eine solid Runde. Die war echt nicht schlecht. Ja, es ist Basti. Eiserner Vorhang ist... Eiserner Vorhang war harte Tipp, ja. Eiserner Vorhang war es für mich. Wie viele Quadratmeter sind ein Hektar? 100. 10.000 Quadratmeter. Niederschlagswasser bezeichnet man auch als? Regen. Kondensat. Epic. Oh, Henke, Mann. Oh, Mann. Nein, alle nur, Alter. Nee. Wer ist Lightning McQueen? Dieses dumme Auto aus Cars ist rot. Hallo, was für dumm jetzt. Was ist die Lebensdauer einer Libelle? Bruder, Henke, wer das nicht weiß, Bro. Machen wir mal 3 Wochen, wa? Keine Ahnung, Alter. 24 Stunden. In welchem Land steht der schiefe Turm von Pisa? Italien? Mhm. Ungefähr wie viele Kunstwerke hat Picasso erstellt? Da kommen jetzt nicht. 5K? 50.000. Boah. Auf welchem Hustler. Grindset, Alter. Für was steht die Abkürzung USB? Henkel kriegt die geilsten Fragen, Digga. Ey, auf jeden Fall ist am Ende irgendwas mit Bus. So, also Bus-System. Scheiße. Universal. Hä? Okay. Für was steht das? Universal Serial Bus, oder? Ja, okay. Ja. Ja, Digga, ich weiß jetzt schon, was passiert. Hey, du bist nicht gemutet. Hallo. Oh, sorry. Henke, so Nick. So unfair. Was versteht man in Beamtendeutsch unter einem mehrflächigen Großgrün? Ein Park. Ein Baum. Wann wurde der Touchscreen erstmal gebaut? Boah, 1999. 1973. Boah. Was bewegt sich schneller, Licht oder Schallwellen? Licht. Richtig. Wie können die in 1973 den ersten Touchscreen gehabt haben, aber irgendwie in 2010 musste man noch mit so einem Stick auf seinem Handy rumtippen, Bro? Wie haben sie das in 40 Jahren nicht outfingern können, Alter? Voll Idioten. Was hatten wir für Antwort noch, Mike? Ja. Willst du die Dummen hören? Henke musste wieder irgendwas mit Libelle machen. Was? Die größte Frechheit heute. Also das Ding ist, das ist eine dreistellige Nummer, Henke. Und du wärst halt irgendwo in Europa jetzt am Arsch gewesen, weil du gedacht hättest, es wäre die 1-0. Nick, du kannst dich halt krass ficken, ehrlich. Was denn? Hast du aber wirklich lange am Jupiter rum überlegt, mein Freund. Kam aber auch ganz schnell am Anfang eigentlich. Henke, Veni, Basti, Nick, Henke mit 2 Stimmen. Boah. Warum aber Henke? Warum Henke? Was für Saft wurde im Ritz-Carlton verschüttet? Orangensaft. Richtig. Frage, Alter. In welchem Ozean sank die Titanic? Pazifik. Atlantik. Nordatlantik. Was untersucht ein Dermatologe? Bro. Zähne. Okay, Digga. Die Haut. Die Haut? Wer ist der CEO von Amazon? Jeff Bezos. Es ist nicht mehr Jeff Bezos, der ist Mitte 2021 zurückgetreten. Es ist Andy Jassy. Und die Zeit ist auch rum. Das ist Nick diesmal. Nick, ja. Welche beiden großen Flüsse fließen durch Hamburg? Die Elbe und. Ja, die zweiten weiß ich nicht. Alster. Was ist der Mittelpunkt unseres Planetensystems? Der Jupiter? Die Sonne. Welcher Buchstabe kommt im Alphabet nach dem P? Q.
Richtig. Timer ist vorbei. Oh, Bastian, ich greife dir ins Genick, mein Freund. Henke auf Rache zu. Wie wir an unserem Wasser haben hier in Köln, Digga. Ich habe so einen Notizblock, wo ich mir aufschreibe, wer dumm antwortet. Und ich hatte Bastian dann zweimal drauf mit saublöden Sachen. Dann habe ich einmal gesagt, okay, passt. Ja, Basti. Klar und deutlich, wirklich. So, aktueller Stand. Henke, Basti, ein Herz. Kevin, Nick, 2. Veni, 3. Tötet mich jetzt, dass du das vorgelesen hast. Wie viele Teile hat die Fluch der Karibik-Reihe? 5. Richtig. Wie viele Steckplätze hat ein Dreistecker? 3. Richtig. Welcher Arzneistoff ist umgangssprachlich als Xanax oder Xani bekannt? Xanax Doom Damage. Codein. Es ist Alprazolam. Also Basti. Ach, Basti, Mann. Basti, das war ein Epic Fail. Mit welcher Tiergruppe sind Dinosaurier am nächsten verwandt? Mit den Birds. Ja. Unter welchem Namen ist Wireless Charging immer noch bekannt? Drahtloses Laden? Hä? Das ist einfach übersetzt, Bro. Ja, was ist mit anderen Namen, hä? Es wäre Induktionsladen gewesen. Okay. Oh, random Unentschieden. Oh. Warum nicht? Sag mir mal ganz kurz, was habe ich falsch gesagt? Was Präsident, du hast gesagt, dass Xanax Codein ist. Nein, Präsident. Auch, dass halt, ja, das auch. Aber ich verstehe auch, dass du halt nicht so, also du bist jetzt nicht so der Average Deutschrap-Enjoyer, so deswegen, ich weiß es auch nur deshalb, deswegen. Aber dann ist es 2-3, ne? Das heißt... Warum lacht ihr, ey? So safe, Alter, so safe. Was zum safe, hä? Oh mein Gott. Dann würde ich sagen, schreibt beide eure Antwort auf und wir gucken, wer von euch beiden näher dran ist. Ach, egal. Ich muss in welchem Jahr erschien die Social Media Plattform TikTok? Ihr habt 10 Sekunden Zeit. Okay. Da war, also mit Musical.ly oder was? Nee, es ist TikTok. TikTok? Okay. Ja, TikTok. Ey, das ist eine epische Musik für eine Quiz-Show. Oh, Digga, das war doch. Okay, habt ihr beide eure Antwort? Ja. Naruto. Dann 3, 2, 1. Gut, Henkel, actually. 2018 und 2020. Da ist Veni näher dran. 2017. Es wäre 2016. Oh, scheiße. 16. Aber ich dachte jetzt, also TikTok gibt es seit 2016 den Namen auch. Ja, und Musical.ly seit 2014. Ja. Boah, krass. Das heißt, Basti ist leider draußen. GG. Sorry, ich werde auf jeden Fall ein paar Xanax ausprobieren und dann schließen wir. Wie nennt man die längliche Tasche von Rittern, wo sie ihr Schwert reinstecken? Scheide. Das ist schon wieder irgendwo ein Clip, ich sehe. Die Firma Leibniz stellt Ordner her. Richtig oder falsch? Falsch. Die machen doch Kekse, oder nicht? Diese Bastarde. Perfekt nochmal, die machen Kekse! Es ist falsch, du hast recht, ja. Ui. Oh, ein Stechen, dann, ein Stechen. Kriegt ihr wieder eine Frage, beide? Hat man auf seinem Twitch-Kanal keinen Chatbot, empfiehlt Twitch ein Mod pro wie viel Zuschauer? Einer pro 50, einer pro 500. Da ist Veni näher dran, es ist einer pro 200. Boah. Boah, okay. Boah, ich finde, das ist auch, also ich weiß nicht, wie so eine mathematische Tabelle oder so eine Linie geht, so ein Kartograph oder keine Ahnung, auf jeden Fall. Ja, vielleicht ab 200, aber irgendwann ab 1000 wird es ja weniger, theoretisch. Eine Hypotenuse. So, am Anfang vielleicht, also das passt vielleicht noch bis 1000 Zuschauer, aber danach nimmt das irgendwann ab. So. Klar, aber scheiße, das ist keine Hypotenuse. Oder? Hypotenuse ist andersrum, oder? Das hat mich kein jetzt. Der längste. Oh Mann, warum sagst du denn irgendwas? Ey, Jungs. Ich hab kurz ein technisches Problem. Hey. Eine Sekunde, Jungs. Ja, Mensch. Wohin? Das ist so ein dickes Moneybag da hinten, Alter. Da sind 100k in Schein, Alter. Da ist ein Afghani-Kusch drin. Unter der Matratze. Er hat auch literally unter der Matratze. Okay. Ich kann es nicht fassen. Welches Tier ist das Markenzeichen des Kräuterschnapses Jägermeister? Ein Hirsch. Richtig. Jeder, der Discord im White Mode eingestellt hat, hat einen an der Waffel. Richtig oder falsch? Nice Frage. Richtig, richtig. Ja. Ja, Mann. Lol. Jo. Nehme ich an. Okay, also heißt. Fall, aber, Henke, Nie, Kevin, Einherz, Veni, 3. Wie viele Sekunden hat eine Stunde? 1600. Zu welchem Land gehört Grönland? Oh mein Gott, das ist peinlich. Amerika. Dänemark. Was ist das BTMG? Geht um ein Gesetz. Keine Ahnung, noch nie gehört. Betäubungsmittelgesetz. Okay. Wie viel Kilo Kalorien hat ein Gramm Fett? Das war jetzt doch kein Schwanz, Alter. 100?
9. Wie nennt man die Gruppe von einatomigen, unreaktiven Gasen? Edelgas, oder? Edelgase. Oh mein Gott, Edelgase. Richtig. Strong, strong. Ja. Sorry, ich muss sagen, es sind nur Scheißfragen. Es sind nur Scheißfragen. Hau rein, Boys. Oh, Stechen. Nein, nee, wir Stechen. Machen ein Stechen zwischen Kevin und Henke. Das gebe ich euch. Ja, eine Frage. Ja. Welches Bundesland hat die meisten Einwohner? Es ist NRW. Auf real? Wirklich, wer zieht denn in so ein zerbombtes Bundesland? Bayern ist das Größte und NRW ist... Bei mir dann im Chat Bremen geschrieben, ich hab's geglaubt. Nice, Bro. Wie ist das Kleinste? Wie irgendwie alle. Hey, Freunde, ich wünsche noch Good Luck. Vote das ist Sveni und in dem Sinne, ciao, ciao. Welches Spiel besaß die meisten monatlichen Spieler? Fortnite? Among Us mit 500 What? Millionen. Okay. Ah ja. Sveni, wer ist gerade Außenminister in Deutschland? Keine Ahnung. Soll ich die für dich beantworten, dann kannst du wieder meine haben? Komm, mach dann, du, Henke. Dann Baerbock. Richtig, und dann wieder Sveni, wer gewann die letzte Fußball-WM? Frankreich? Richtig. Nick, buchstabiere Croissant. C-R-O-I-S-S-A-N-T. Richtig. Ja, so. Oh. Bitte? Nee, so. Ich wollte. Okay, dann 3, 2, 1, zeigt her. Ja, das den, war's mit für Henke. Für den Fragenstil. Für den Fragenstil. Halt actually, halt actually. Das fällt mir nicht ein. Für den Rulebreaker. Alles klar, Boys. Okay, dann sind wir jetzt schon im Finale. Jetzt kommen die One Piece-Fragen. Finale funktioniert so, dass ihr beide dieselben Fragen bekommt. Und wer von euch beiden mehr von diesen Fragen richtig hat, der gewinnt. Ihr dürft euch quasi nicht hören beim Beantworten der Fragen. Das heißt, Sveni, du hast mehr Herzen, du darfst entscheiden, ob du anfangen möchtest oder ob Nick zuerst soll. Nee, Nick soll anfangen, ich muss richtig dringend auf Klo. Dann mach das, perfekt. Dann mute ich ab. Ist jetzt Sveni am Start? Okay, du kannst da unmute bleiben, Nick, darfst halt du nicht reinreden. Ja. Okay, Sveni, dieselben Fragen, die Nick hatte. Kein Zeitdruck auch diesmal, also okay. Ganz entspannt. Für was steht TV? Television. Zu welcher Partei gehört Friedrich Merz? Deutschen Fragen wieder, gell? CDU. Was versteht man herkömmlich unter Braille-Schrift? Blindenschrift? Brailisch. In welcher Religion ist die Kuh heilig? Hindi, glaube ich. Hindi oder Buddhismus, ich glaube eher Hindi, aber ich finde nicht sogar in beiden. Glaube ich, sag Hindi. Was ist eine Reuse? Keine Ahnung. Eine Schnecke. Was ist der Name vom Mond der Erde? Mond. Was ist das ABS bei Kraftfahrzeugen? Automatisches Bremssystem. Was ist das meistgedislikte Video auf YouTube? Ah, das hat sich geändert letztens erst, oder? Warte mal. Ist das das YouTube Rewind 2020? In welchem Bundesland liegt Mannheim? Baden-Württemberg. Aus dem Englischen übernommene Wörter sind Anglizismen. Wie heißen Wörter, die aus dem Französischen übernommen wurden? Keine Ahnung. Okay, Auflösung, das waren die 10 Fragen. Für was steht TV? Ist Television, hattet ihr beide richtig. Zu welcher Partei gehört Friedrich Merz? Ist die CDU, hattet ihr auch beide richtig. Die Brä-Schrift, die ich jedes Mal falsch ausgesprochen hat, ist die Blindenschrift, das hatte Sveni richtig. In welcher Religion ist die Kuh heilig? Sveni, du hast Hindi gesagt, das ist die Sprache, deswegen kann ich es nicht zählen lassen. So Hinduismus wäre richtig gewesen. Das hatte keiner von euch beiden richtig. Die Reuse ist eine Fangvorrichtung beim Fischen, das hatte auch keiner richtig. Was ist der Name vom Mond der Erde? Das ist der Mond, das habt ihr beide richtig. Das ABS bei Kraftfahrzeugen ist das Antiblockiersystem. Ihr habt beide Antibremssystem gesagt, deswegen beide falsch. Ja, wir wollen nicht bremsen. Was ist das meistgedislikte Video auf YouTube? Ist das YouTube Rewind, aber von 2018. Deswegen leider keiner von euch beiden richtig gehabt. In welchem Bundesland liegt Mannheim? Hatte Sveni richtig? Baden-Württemberg? Nein, no way. Nein, das ja. Hä? Echt jetzt? Das ja. Ist doch in diesem zwischen NRW und Baden-Württemberg. Echt? Und die aus dem Englisch übernommenen Wörter sind Anglizismen, die aus dem Französischen sind Gallizismen. Okay. Ja. Sveni. Es heißt, Sveni hat gewonnen mit 3 Herzen und einem gewonnenen Finale. Ich würde sagen, holy das war... Holy shit. Aber GG sind alle. Eine sehr flawless Runde. Sehr verdient, Mann. Boah. Und auch Claps an Nick, der auch... Nick war zweimal dabei, glaube ich, bisher. Zweimal ins Finale gekommen. Dicke Claps an beide und Sveni flawless, wirklich fucking flawless gewonnen. Damit zwei Deutschland-Fragen im Finale, die beide richtig beantwortet wurden. Also, da kann man es war aber auch... Die Deutschland-Flaggen waren sehr gamble. Worldwide. Hey, Nick, es war mir eine Ehre. Bis dann. Machen Sie es gut. Ciao. Tschüss. Hat sich ausgezahlt, im letzten Monat jeden Tag ein Kreuzworträtsel von der Süddeutschen zu machen.
Ich habe wirklich vor einem, also ich habe Anfang des Jahres angefangen, als dieser Wordle-Hype war, auch mit Wordle. Und ich versuche einfach meinen Mind immer wieder zu trainen. Und bevor ich schlafen gehe, mache ich immer ein Kreuzworträtsel und ein Sudoku. Englisches und deutsches Wordle. Und Countrydle heißt das. Da musst du ein Land finden. Ich mache das literally jeden Tag seit, keine Ahnung wann, seit 4 Monaten oder so. Ich bin Macher.